Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Cornab. Wir schauen uns jetzt den Holzlader bzw. Endlader an. Davor noch mit so einem wunderschönen französischen Wort namens Litturnau, wie auch immer, bonjour. In der Version 1.0, das Ganze kommt von FDR Logging, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Forstmaschinen. Ja, und hier ist dieses Biest, könnte man schon fast sagen. 320 PS Leistung, 200 Liter Diesel, sehr wenig für die Maschine, wohl bemerkt. 15 km/h Max-Speed für 350.000 Anschaffung, 17.850 im Leasing. Schauen wir uns das Ganze an. Ja, ja, es ist groß. Dezent groß. Was ist das? Naja, er hat einen Holzanloader, den werden wir uns in einer kleinen Funktionalität ansehen. Hier steht das Ganze auch nochmal, also der Name von der Maschine, das ist irgendwie französisch oder so, ich kann es nicht aussprechen. Also Litturnau, whatever. Reifen sind da, sind groß, haben Fragmentfehler ohne Ende und glänzen wie Sau, als würden sie aus Latex bestehen. Ansonsten ist die Texturqualität der Maschine an sich okay. Das FDR-Logo ist hochauflösend. Wir haben hier eine riesige Zange, also wirklich eine riesige Zange, vorne Doppelbereifung mit drauf. Ansonsten steht jetzt so viel hier nicht. Ne? Wir haben hier hinten nochmal den Namen, wir haben hier ab und zu mal so ein Ausrufezeichen, weil Achtung knickt. Hinten im Mac-Bereich jedenfalls nochmal Achtung, Achtung, ein paar Warnstreifen, hinten nochmal das FDR-Logo und das war's dann auch. Im Innenbereich sieht der ganze Spaß so aus, also eine besonders hohe Qualität der Texturen ist es nett und ja, von daher, es ist okay, aber sehr ausbaufähig. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität, ich spoilere euch da schon mal halbwegs. Hier drin ist nichts animiert, etc., etc., etc. Wenn wir hier in die Nacht reingehen, wir haben zwar hier drin ein Licht, was einfach mal so angeht, wir haben auch ein Modell, also ein Fahrer da drin. Das war's dann aber auch schon. Also, wenn wir einmal die komplette Rundumfunzel anmachen, sehen wir hier drin was. Animiert ist diesbezüglich aber nichts. Genauso haben wir dann hier halt außen eine Beleuchtung, ne, von den Arbeitslichtern her. Alles schick, alles schön. Wir haben eine Kamera, die vorne in der Zange mit drin ist, für eine bessere Übersicht. Das ist der Sound. Ja, ziemlich einsam. Was es noch so gibt, ich gehe jetzt mal auf die Bremse. Der braucht ein bisschen, bis er bremst. Genauso im Rückwärtsgang. 15 km/h Max-Speed, das haut so weit auch hin. Allerdings, wie gesagt, ich gehe jetzt hier voll aufs Eisen, bis der nach unten ist. Das geht dann so zack. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten könnt ihr mit den Maustasten, linke Maustaste hoch und runter, mittlere Maustaste links, rechts, könnt ihr den Winkel anheben, beide Maustasten gedrückt halten, Zange auf, Zange zu. Das geht sehr, 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 sehr smooth, muss man dazu sagen. Da müsst ihr in eurer DPI schon mal nichts rumfummeln. So, dann habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet, ist ganz klar. Und ja, das könnten wir jetzt theoretisch ne, über den Weg abkoppeln, kennt man ja mittlerweile. Oder man nimmt dann halt so ein Gerät hier. Ist natürlich für Baumstämme, die etwas größer sind, noch mehr vom Vorteil wie jetzt hier. Aber und vor allen Dingen mit Maschinen, die keine Rungen haben. Ne, ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt so Rungen da überall. Da muss ich halt mal gucken, wie das so am besten läuft. Ihr macht aber theoretisch, macht ihr einfach die Zange auf. Ihr könnt auch hier einfach an die Kamera so ein bisschen rangehen. Da ist das Ganze auch noch von mir aus ein bisschen angenehm. Ihr könnt euch ja hier auch umgucken, ist ja auch nicht das Problem. Dann versucht ihr irgendwie hier unten drunter zu fahren, dass es so halbwegs, ja, halbwegs funktioniert. Und wenn ihr dann nah genug dran seid oder es nicht mehr weitergeht, macht ihr dann hier eure Beisis wieder zu. Eure Zange, soweit wie es geht. Und dann macht ihr mit der linken Maus das Ganze nach oben. Versucht in dem Fall nicht die Maschine mitzunehmen, so wie jetzt hier in meinem Fall. So, und dadurch, dass das jetzt hier maximal zu ist, kann ich das jetzt theoretisch nehmen und irgendwo anders hinschaffen, beziehungsweise wenn ich noch sagen würde, das lag, gehen wir mal ein bisschen runter, ist ja kein Problem. Ne? Aber es ist halt auch alles locker. Ich kann es zwar hier mit Spanngurten befestigen, dann rutscht das auch nicht mehr. Jedenfalls die, die in den Spanngurten mit drin sind. Und dann kann ich das auch irgendwo auf irgendeinen Hinterplatz dann dementsprechend da wieder ablegen, wo ich es halt ablegen will. Aber sobald das hier angegurtet ist, ne, seht ihr das? Die sind dann in dieser Position verharrt.
Das ist Vor- und Nachteil, weil sobald ihr irgendwas machen wollt, zum Beispiel eure Position ändern, müsst ihr das Ganze erst wieder lockern. Ansonsten wird da nichts. Ne? Das ist dann leider Gottes so. Ja, und dann könnt ihr das Ganze dementsprechend hier wieder, ne, machen wir es bei den Maustasten, könnt ihr den hier machen und könnt ihr den ganzen Spaß dann dementsprechend abladen, wo ihr wollt. Ist für massenhaft Holz gedacht, ne, ist ganz klar. Diese, das sind jetzt 6 Meter, die sind schon fast ein bisschen zu klein. Ne, die könnten noch ein bisschen größer sein und vor allen Dingen mehr. So weniger wie vorne in der Zange ist, desto mehr Spielraum ist natürlich, dass euch das Zeug links und rechts rausfliegt. Ihr habt zwar die Spanngurte dafür, die helfen aber in dem Sinne, wie ihr ja gerade gesehen habt, auch nur bedingt. Nun, wer ein XXXXXXXXXXL Forstbegeisterter ist, der wird ein paar Nächte weinen, dass diese Maschine jetzt draußen ist. Für alle anderen, nettes Spielzeug, kann man mal nehmen, aber für den Otto-Normal-Forstbesitzer oder Forstspieler wird es aber nicht sein. Aber trotzdem, jo, warum nicht? Lok ist fast sauber, wir haben eine Error-Meldung, dass er eine Ressource nicht laden kann. Ansonsten alles easy. Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, ganz klar. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, so rum. Download-Link habe ich schon gesagt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski!